Am Anfang ist es uferlos, weil das Trike einfach macht, was es will. Durch die Übung kommst du dann irgendwann dahinter, auf welche Bewegung das wie reagiert. Bis du zu dem Punkt bist, dass du es beherrschen kannst. Und dann ist es einfach nur noch endgeil. Das ist ein Freiheitsgefühl. Wir sind der Mamfi und der Marco. Wir sind von der Drift-Trike-Division Allgäu und wir bauen Drift-Trikes und fahren damit auch auf Rennen. Im Prinzip kann man unterschiedlich anfangen. Man kann sich auf der einen Seite zum Starten des Projekts einen alten BMX-Rahmen hernehmen oder man kann sich den Rahmen auch komplett selbst gestalten. Wir haben mit einem BMX-Rahmen angefangen. Wir haben zuerst alles Überflüssige abgetrennt, was wir nicht gebraucht haben, wie zum Beispiel die Sattelstützen und auch das Zwischenstück zwischen Sattel und Pedallager. Wir haben die restlichen Streben, die noch übrig geblieben sind, gebogen zum Kurbellager nach unten und festgeschweißt, um die Stabilität zu erhalten. Dann haben wir angefangen, die Hinterachse zu bauen durch ein Rohr. Und da haben wir dann auf der Drehbank Hackstummel gedreht, wo dann die Hinterräder drauf rutschen. Wir haben eine Aufnahme für den Sitz draufgeschweißt und den Sitz draufgeschraubt. Und der Vorbau ist eigentlich derselbe vom BMX geblieben. Faszination Drift-Trike ist für mich auch das Bauen auf der einen Seite, weil ich einfach sehr gern handwerklich unterwegs bin und mir selber Lösungen für meine Probleme suche. Du hast danach dein eigenes Unikat, das besitzt nur du und niemand anders. Und dann ist es ganz klar auch das Adrenalin beim Abfahren, weil man immer noch krasser werden will, noch schneller, noch längere Drifts, noch coolere Drifts. Und das ist faszinierend. Come on, yippee, yippee, yippee.